Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Parkbauprojekt Yosemite Nationalpark. Jetzt habe ich das Ganze hoffentlich auch richtig ausgesprochen. Da habt ihr mich nämlich in den Kommentaren freundlicherweise korrigiert. Vielen Dank dafür. Und wir bauen jetzt direkt weiter, nämlich das erste Mal im Park. Beim letzten Mal haben wir ja den Eingangsbereich mit dem Parkplatz gebaut. Und jetzt geht's hier quasi schon an das erste Gehege. Da habe ich jetzt das T-Rex Kingdom quasi zweckentfremdet und dort in den Boden platziert. Sieht jetzt erstmal alles ganz, ganz komisch aus, was ich da mache. Aber das wird gleich noch alles Form annehmen. Dann werdet ihr auch verstehen, warum ich das gemacht habe. Ich schnapp mir auf jeden Fall hier jetzt wieder diese Betonwände. Die benutze ich auch sehr, sehr häufig in dem Park, weil die einfach mega praktisch sind. Damit kann man halt Bordsteine abstecken. Damit kann man dann auch so Brücken oder Wegflächen bauen. Und hier zum Beispiel platziere ich die Dinger an die T-Rex Kingdom Tribünen sozusagen ran, weil die dann später ein Loch verdecken, was dort entstehen wird, wo ich sie halt jetzt gerade platziere. Ja, das ist auch wieder sehr, sehr viel Friemelarbeit, wie man sehen kann. Aber das Gute ist, man kann halt mit der Mod die Rotation speichern und kopieren und einfügen sozusagen. Also auf ein anderes Objekt anwenden. So, meine Güte, was eine Erklärung. Also man kann auf jeden Fall die Rotation von anderen Objekten auf ein anderes übertragen, was super praktisch ist und auch die Höhe und sowas. Dadurch macht es das Ganze ein bisschen leichter. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist eine Funktion, wo man ein Objekt kopieren kann in der gleichen Rotation. Das wäre praktisch, dass man sozusagen nur einmal so eine Betonmauer platzieren muss. Dann kann man die richtig rotieren, wie man sie braucht. Und dann kann man die immer und immer wieder kopieren. Das wäre noch echt schön. Das wird noch alles wesentlich einfacher machen. Hier vorne kommt jetzt erstmal ein Zaun hin, damit die Leute nicht durch den Wald in den Park einfach abkürzen können, wenn die vom Parkplatz kommen. Und dann fülle ich hier die Wegfläche aus. Gehe jetzt auch hier direkt bis an diese Betonmauern ran. Und dann wird der Weg hier auch schön dort entlang geführt. Könnt euch sicherlich schon denken, was da in die Mitte kommt, nämlich ein Gehege. Und dort wird jetzt auch das Ganze so ein bisschen abgesenkt. Da war jetzt viel rausgeschnitten, weil ich da viel rumprobiert hatte. Aber so wie es jetzt war, war ich dann letztendlich zufrieden. Und jetzt seht ihr auch, warum ich diese grauen Betondinger dort platziert hatte. Weil da, wo die jetzt sind, da wäre sonst normalerweise so ein Loch entstanden. Das hätte nicht schön ausgesehen. Und es gibt sogar so ein Kunstwasser, was ich jetzt hier an den Rand noch platzieren konnte. Und dadurch hatten wir dann auch noch so einen kleinen Wassergraben vor der Mauer. Jetzt habe ich dort wieder die Betonmauer zweckentfremdet. Und damit das Geländer gemacht für die Besucher, damit die dort nicht reinfallen ins Gehege. Die können natürlich dann dort leider gar nicht ganz rangehen an den Rand. Aber das machen die Besucher in der Regel ja sowieso nicht bei Jurassic World Evolution 2. Die laufen ja einfach nur stumpf hin und her und keine Ahnung. Also so intelligent sind die ja nicht, wie zum Beispiel bei Planet Zoo. Da gehen die dann ja auch wirklich auf gebaute Aussichtsplattformen und sowas, um die Tiere zu beobachten. Aber das ist ja dann natürlich auch alles mit Mods. Also das kann man ja auch nicht voraussetzen, ne? Ihr könnt es jetzt übrigens gerade ganz gut sehen, warum ich jetzt hier diese grauen Dinger zwischen Weg und Mauer gemacht habe. Also das hätte sonst halt ganz, ganz komisch ausgesehen mit dem Weg. Kann man das erkennen da so recht? Ja, doch schon, ne? Da, wo das halt endet. Ich habe jetzt hier erstmal noch so eine Wegabzweigung grob eingezeichnet. Weil das sollte jetzt am Anfang natürlich nicht so ein großes Gehege werden. Und dann habe ich hier, um diese Lücke zu überdecken, nochmal so einen Turm platziert. Und von diesem Turm aus wollte ich dann einen Zaun bauen. Den habe ich dann direkt am Weg entlang geführt, das fand ich ein bisschen schöner. Dann den Turm nochmal ein bisschen angehoben. Und das Spiel habe ich auch auf der anderen Seite dann wiederholt. Und in dieses Gehege sollte dann auch noch eine Jurassic Tour. Da werde ich mich nachher auch noch umentscheiden und mache dann eine Gyros-Fernfahrt draus, weil es ein bisschen mehr Sinn macht, weil es halt so klein ist, das Gehege. Aber jetzt verbinde ich hier erstmal die Wege.
und glätte das Ganze über, weil es halt ein bisschen mit Höhenunterschieden ist. Und dann passe ich auch hier die Klippe am Rand einmal an. Und auch dort kommt dann natürlich der Zaun weiter bis zum Turm. Und als nächstes habe ich dann auch nochmal hier diese Abzweigung ein bisschen schöner gemacht. Da habe ich da sozusagen so eine Dreierkreuzung draus gemacht. Und in die Mitte mit dieser helleren Wegfarbe einen runden Kreis eingezeichnet, wenn ich mich dann mal entscheide. So, jetzt ist er in der richtigen Position. Und dann habe ich das Ganze ausgefüllt. Und jetzt habe ich hier vorne, hinter dem Eingangsbereich, wenn man reinkommt, nochmal wieder mit den Betonmauern, die habe ich wirklich häufig verwendet. Da habe ich halt nochmal so ein kleines Beet gebaut, wie es ja auch schon vor dem Eingangsbereich der Fall war. Vielleicht hattet ihr es auch schon gesehen in der letzten Folge, am Ende die Cinematic-Aufnahmen, da konnte man das schon sehen. Aber das klappt wirklich richtig gut mit diesen kleinen Mauerstücken. Und da kamen dann wieder diese gelben Bäume rein. 3 Stück an der Zahl. Und natürlich auch noch einige Büsche. Die habe ich dann so ein bisschen in den Boden versenkt, damit die nicht ganz so hoch sind. Und dann habe ich auch noch ein paar gelbe Bäume genommen. Die kann man nämlich auch schön in den Boden versenken und dann sind das sozusagen auch so kleine gelbe Büsche. Dann gab es ja auch noch so ein paar coole Felsen. Das sind die Felsen aus diesen Blumentöpfdingern da, die es normalerweise gibt. Die kann man hier halt auch einzeln platzieren mit der Mod, was sehr praktisch ist. Und dann war das Ganze eigentlich schon fertig. Jetzt drumherum noch ein paar Mülleimer. Und ein paar Sitzbänke, wo dann auch wieder wirklich Gäste drauf sitzen. Die finde ich richtig cool, die Objekte, weil die halt den Park auch belebter machen. Weil halt da Leute drauf rumtouren. Und jetzt kamen hier noch 2 Toilettengebäude an den Eingangsbereich ran. Die habe ich da so ein bisschen rein platziert. Und dann nochmal diese schön beleuchteten Springbrunnen. Die haben auch super gepasst mit der Farbe natürlich, mit diesem Braun. Die habe ich da nochmal vor das Geländer platziert. Und das auch natürlich an allen Seiten. Und dann habe ich hier als kleine Wegtrennung auch noch ein paar weitere Blumenkästen platziert. Und ich habe eigentlich auch fast überall noch Bänke und Mülleimer und sowas an die Wegrände platziert. Und auch ein paar Laternen, damit das Ganze beleuchtet ist bei Nacht. Die habe ich dann auch noch hier vorne an dieses Geländer quasi gebaut von den Besuchern. Das habe ich dann auch an allen Ecken gemacht. Und dann noch viel, viel mehr weitere Bänke und Blumenkästen. Hier auf diese Wegkreuzung bei dem runden Kreis habe ich dann einen Brunnen platziert. Den habe ich dann auch ein bisschen verschönert mit so gelben Bäumen. Und dann kam... Ja, was ist das eigentlich für ein Gebäude? Auch so ein Besucherzentrum oder so, ne? Das ist auf jeden Fall auch von einer der Mods, die unten in der Videobeschreibung verlinkt sind. Finde ich auch richtig schön, das Gebäude, weil dort stehen auch Menschen drin, die sich bewegen. Und das Interieur und so ist richtig schön von dem Gebäude. Echt ein tolles Model. Da das Ganze auf so Stelzen steht, fand ich es ganz cool, dass es halt im Wasser ist. Aber es hat halt leider kein Geländer, aber mit den Mods kann man sich ja dann... da auch selber ein Geländer bauen. Das habe ich jetzt hier gerade gemacht. Weil ist halt sonst ein bisschen unrealistisch, weil die Leute sonst da so runter plumpsen könnten.
Und mit Geländer hat mir das dann auch wirklich viel besser gefallen. Und jetzt ging es natürlich auch noch darum, das Ganze drumherum zu dekorieren. Da habe ich einmal diese modernen Lampen genommen. Die haben ja auch nochmal das schöne Braun mit drin. Dann habe ich hier nochmal so eine kleine hellere Wegfläche eingezeichnet. Da kamen dann ein paar Sitzmöglichkeiten hin. Und dann auch noch ein paar gelbe Bäume. Und die Musik wird wieder spannend. Hatten wir im letzten Video auch schon. Es geht wieder los. Der T-Rex greift an. Hier habe ich einmal so Felsen ins Wasser platziert und da kam ein Triceratops oben drauf. Und den Triceratops habe ich natürlich bewusst gewählt, weil ich kann schon mal verraten, der kommt in das erste Gehege. Jetzt kamen da auch noch ein paar Springbrunnen ins Wasser. Die habe ich dann auch ein bisschen noch in den Boden versenkt. Und dann habe ich auch noch die Landschaft drumherum so ein bisschen gestaltet. Natürlich auch den Weg noch weitergeführt hier erstmal. Und das Ganze dann hinten auch noch übergeglättet und ein wenig Wald eingezeichnet. An den Stellen, wo der Wald mir noch nicht dicht genug war, zum Beispiel hier beim Parkplatz, da habe ich dann natürlich nochmal manuell das so ein bisschen dichter gemacht. Ich wollte halt nicht, dass die Leute vom Parkplatz schon so in den Park blicken können, deswegen habe ich da extra ein bisschen drauf geachtet. Und natürlich um das Gewässer drumherum habe ich auch noch einige Bäume platziert. Jetzt springe ich schon wieder zum Gehege zurück. Jetzt wird nämlich das Gebäude ausgetauscht gegen eine Gyrosphärentour. Die fand ich nämlich ein bisschen passender. Die kommt jetzt hier hinein. Und dann geht es schon weiter hier mit Überglätten, Wald einzeichnen. Und auf die andere Seite kam dann auch nochmal ein Turm. Den habe ich dann auch mit dem Weg verbunden. Auch wieder mit den zwei Wegfarben, die wir die ganze Zeit hatten. Und davor habe ich dann auch nochmal wieder so eine kleine Wegfläche gemacht. Wo natürlich dann wieder gleich Sitzmöglichkeiten hinkommen. Genau, wieder diese weißen Schirme. Und natürlich auch wieder Beleuchtung, die darf nicht fehlen. Und ja, ansonsten wieder so ein bisschen die Gegend da gestaltet mit Wald drumherum. Paar Felsen dazwischen und auch ein paar Büsche und wieder viele Bäume so eingezeichnet an den Stellen, wo es nicht ging, gerade wieder hier beim Parkplatz, damit das Ganze ein bisschen dichter ist, einfach um halt den Blick in den Park so ein bisschen zu verbergen. Und jetzt ging es endlich an das Gehege. Da habe ich jetzt erstmal ein bisschen Wasser eingezeichnet. Dann ein paar Höhenunterschiede. Und als nächstes kam schon die Gyrosphärenfahrt. Ist ja eine recht kurze, weil es ein sehr kleines Gehege ist. Das wird übrigens das einzige Gehege in dieser Art sein, also was sehr klein und eingeengt ist. Weil natürlich will ich in so einem Nationalpark den Tieren viel Platz geben und dass es eher so wirkt, als wenn die in der freien Natur halt herumlaufen. Das wird in den nächsten Gehegen auch der Fall sein, das kann ich euch schon mal versprechen. Aber jetzt am Eingangsbereich fand ich es halt eigentlich ganz cool, dass dann da direkt so ein kleines Gehege ist. Jetzt kommen noch ein paar Bäume dort rein. Ich habe wieder versucht, so viele wie es geht mit dem Pinseltool zu machen. Aber es ist irgendwie immer dann schöner, die selber platzieren zu können. Deswegen habe ich das dann hier auch alles wieder selber in die Hand genommen und die meisten Bäume manuell platziert. Da kann man halt auch immer so schön an den Rand und sowas gehen, wo sonst gar keine Bäume hinkommen. Und ich wollte halt auch nicht so mega Riesenbäume dort stehen haben. Weil die verdecken dann halt auch immer wieder viel Sicht. Weil ich habe ja extra das Gehege so ein bisschen niedriger gemacht. Von der Höhe halt als die Besucherwege, damit man halt einen sehr guten Blick von oben hat. Und in das erste Gehege von unserem Park kommen Triceratopse. Die werde ich jetzt so ein bisschen variieren lassen mit den Patterns. Vielleicht auch den Hautfarben, aber die sollen alle ja, so ein bisschen in natürlichen Farben gehalten werden. So braun, grün. Das wäre schon so das Ziel.
Ist halt ganz cool, dass man die mittlerweile sich in-game angucken kann und einfach spawnen kann. Auch eine sehr praktische Mod. Oh, guck mal, das ist noch ganz schön. Ich glaube, ich mache insgesamt ja, 4 Stück. Und dann gibt es noch Jungtiere passend dazu. Müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt hier mit den Skins auch sehen. Der passt eigentlich schon direkt, der Skin. Das ist ganz cool. Sind die auch so ein bisschen grünlich? Die Eltern. Oh. Ne, die kämpfen nicht. Die sozialisieren sich. Ich glaube, da muss ich auch beim Grün bleiben. Die anderen Hautfarben passen nicht so. So, dann mache ich dann auch die Hautfarbe. Ende einfach. Muss da ein bisschen sich auf Braun. Und dann haben wir 2 Triceratops-Babys noch. Das ist doch ganz cool. Die erwachsene Tiere, die dann eine Herde bilden. Und die passen dann auf die 2 Jungtiere auf. Ich glaube, das passt auch ganz gut von der Größe. Ja, das sieht sehr cool aus. Gefällt mir. Und da haben wir die Jungtiere. Oh, ich glaube, die sozialisieren sich jetzt sogar. Das war's jetzt mit der 2. Folge von unserem Yosemite Nationalpark. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und hier seht ihr nochmal ein paar Bilder aus dem Park.